Hallo und herzlich willkommen bei Crazylicious. Heute ist mein erstes Video mit meinem neuen Namen. Ich zeige euch nochmal mein Logo. Sieht wunderschön aus, oder? Also mir gefällt es total. Die Umbenennung war einfach, also die Zeit war reif. Ihr habt euch natürlich auch schon mal beklagt über Crazylicious Delicious, dass der Name einfach zu schwer ist, aber kann ich auch verstehen. Für mich natürlich nicht, weil ich schon immer Crizzle genannt wurde und Delicious ist ja ein englisches Wort, was man ja eigentlich auch kennt, aber doch hört es sich so leicht an wie ein Zungenbrecher. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich vereinfache das Ganze in Crazylicious. Wie gefällt euch der Name? Ich bin ja mal ganz gespannt, was ihr schreibt. Also das Logo habe ich natürlich wie auch das andere selbst gemalt. Es gefällt mir total gut und ja, ich hoffe, dass man mich so einfacher findet. Und ja, heute, passend zu meinem ersten Video, muss es natürlich auch ein Lieblingsrezept von mir geben. Und was es im Sommer bei uns nicht oder was im Sommer bei uns nicht fehlen darf, ist natürlich ein ganz, ganz leckeres Grillgemüse. Das gibt es wirklich, also ohne das gibt es auch keine Grillparty bei uns. Ich zeige euch heute das Besondere an meinem Grillgemüse und würde sagen, ich verrate euch erst einmal die Zutaten, die wir dafür brauchen. Für unser leckeres Grillgemüse benötigen wir einmal natürlich Gemüse. Da habe ich jetzt ungefähr eine Zucchini, zwei Paprika und zwei Möhren schon mal jeweils geschnitten. Dann benötigen wir auf jeden Fall Grillkäse. Da liebe ich einfach hier die entscheidend sind und den würfeln wir dann da gleich noch hinzu. Da benötige ich zwei Scheiben von für die Menge. Dann benötigen wir noch Balsamico cremig, ein bisschen Olivenöl, Pfeffer, Salz, Thymian und Oregano, jeweils einen Teelöffel. Also das Geheimnis ist einfach nur, dass wir quasi den Grillkäse direkt unter das Gemüse mischen. Und dadurch, dass man den so schön fein würfelt und der dann oben, der ist ja im Gemüse verteilt, hat er dann immer so Ecken, die dann oben richtig schön kross werden. Also wir lieben das total und vor allen Dingen das Problem beim Grillen ist ja auch immer, dass man irgendwie, auch egal wie groß der Grill ist, vom Gefühl her immer nicht genügend Platz hat für alles. Und manchmal finde ich persönlich dann auch, es war ein großes Stück Käse, man teilt sich das dann oft zu viel. Und wenn das dann im Gemüse einfach untergemischt ist, merkt man das kaum und es gibt aber einen super leckeren Geschmack dazu. Ja, und die Zubereitung, die ist ja ganz einfach. Die Zutaten habe ich euch ja alle schon genannt und die vermischen wir jetzt einfach kräftig. Und jetzt ist nur die Frage, für welches Material ihr euch entscheidet. Also ich stelle euch jetzt mal ganz kurz die verschiedenen Varianten vor. Wer Platz auf seinem Grill hat, kann das Ganze natürlich auf dem Grill machen. Dafür benötigt ihr einfach nur einen Gegenstand, der quasi in den Grill darf, grilltauglich ist. Von Pampered Chef gibt es dann natürlich die Rock-Rock-Serie. Wer vielleicht auch noch im Juli hier den rechteckigen kleinen Grill stellt, so klein ist er eigentlich gar nicht, da reicht die Portion auf jeden Fall, da benötigt ihr zwei von denen. Oder macht es halt in zwei Etappen, das kann man natürlich auch machen. Außerdem könnt ihr natürlich auch Gusseisen benutzen und da gibt es natürlich die große, ovale, schöne gusseiserne Pfanne. Oder, was ich auch sehr, sehr schön finde, sind unsere kleinen. Die gibt es ja im Zweierset, da bräuchtet ihr jetzt für die Menge vier oder ihr macht zwei und dann später nochmal zwei. Oder, so wie wir das immer machen, also bei uns ist einfach kein Platz auf dem Grill, wenn wir hier alle zusammen sind, sind wir immer voll viele. Und da ist der Grill immer für das Fleisch und für Mais und sowas reserviert. Deswegen mache ich das immer ganz einfach, wenn mein Schatz den Grill draußen anschmeißt, mache ich auch den Ofen an und dann sind wir ungefähr zeitgleich fertig. Und ich mache das Ganze einfach auf der wunderschönen, auf dem runden, weißen Stein. Ich liebe diesen Stein total. Der ist bei uns im Alltag so oft im Einsatz und vor allen Dingen, ich finde auch, dass man das Essen da perfekt drauf servieren kann. Also wenn das auf dem Tisch steht, finde ich, sieht das immer wunderschön aus. Und ich verteile jetzt einfach das Gemüse hier auf dem Stein. Ihr könnt euch jetzt, wie gesagt, euren Stein eurer Wahl aussuchen. Und dann wandert das Ganze bei mir in den heißen Backofen bei 220 Grad Ober-Unterhitze. Am besten so weit wie möglich nach unten, wie immer bei unseren Steinen, für etwa 15 bis 20 Minuten. Wer das Gemüse etwas bissfester mag, der lässt es 15 Minuten drin. Und wer das Ganze etwas weicher mag oder wenn Kinder mitessen, die mögen, also mir mag das nicht, wenn es zu hart ist oder so, zu fest, der lässt das Ganze einfach 20 Minuten drin. Und auf dem Grill denke ich ungefähr 15 Minuten.
Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Das war es auch schon wieder von mir. So ein schnelles Video. Eine wirklich super leckere Grillbeilage. Die darf, wie gesagt, bei uns nicht fehlen. Ich hoffe, ihr probiert es aus. Das Rezept verlinke ich euch wie immer unten in der Infobox. Genauso auch in meinem Shop. Da findet ihr alle Sachen von Pampa Chef. Wenn ihr Beratung braucht, meldet euch einfach. Hinterlasst mir auf jeden Fall gerne einen Kommentar, wie ihr meinen neuen Namen findet. Ich bin gespannt, wie er bei euch ankommt. Vergesst mir nicht, ein Herzchen zu geben. Und ich würde sagen, wir sehen uns zum nächsten Rezeptvideo von mir. Bis dann. Tschüss.